Ja, ich sag mal willkommen und Schwierigkeit Wahnsinn. Na, fangen wir jetzt an. Ja, also auf dem, okay, einmal kurz gucken. Rundfunk sprechen, Foto, einlöschen das Licht und alle Wasser in dem Haus aufdrehen. Okay, ich nehme erstmal Partikel, Dingsbums, Taschenlampe und Thermometer. Wobei, wir brauchen einen Schutzgegenstand. Hat zwar nur eine Ladung, aber egal. Ja, aber die ersten drei Versuche hier auf der Schwierigkeit Wahnsinn sind ja gestern krachend gescheitert. Ich mach mal Licht an. Ach, oh nein. Ich habe erst die... Wo ist die Taschenlampe? Ich habe die ausgemacht. Ach, da, da. Okay. So, wieder anmachen. Alles klar. Also, Stone und ich hatten ja schon versucht. Ich versuche jetzt hier auf Nummer sicher zu gehen und einfach mal zu gucken, wie kriegen wir das hin. Weil gestern haben die ganzen Schutzgegenstände überhaupt nicht geholfen. Wir haben die irgendwie alle verloren aus der Hand und plötzlich, keine Ahnung, wir waren immer tot. So. Okay. So, ich... Am wichtigsten ist erstmal, glaube ich, die Temperatur messen. Deswegen machen wir jetzt erstmal das. Und ich hoffe einfach mal... Boah, ich möchte hier gar nicht sein im Keller, ne? 15, 14, was war... Der wetzt irgendwie schon die Messer, ne? Man hört das. 14. Oben war aber wärmer, ne? Hier oben ist 20. Hat das was zu sagen? Ich weiß es jetzt gar nicht. 25. Na komm. 24,8. So, wir müssen ja eh alle Wasserhähne aufdrehen. Komm schon. Also ich weiß nicht, was ich mir dabei gedacht habe hier. Alleine in Wahnsinn. Wir gucken mal. Aber ich will eigentlich eher mehr. Es geht mir darum eigentlich zu ergründen, wie sollte man hier am besten vorgehen auf Wahnsinn. Weil irgendwie, es gibt ja jetzt diese zwei Attacken. Entweder erscheint der Geist einfach. 25. Direkt vor einem. Und man muss auf jeden Fall was ausrüsten. Oder aber der rennt auf einen zu. Und wenn er auf einen zu rennt, dann lässt man irgendwie die Gegenstände fallen. Vor Schreck irgendwie. So, jetzt muss ich die Aufgabe schon erledigen. Ne, ach, da ist noch ein Raum. Stimmt. Super klasse. Okay, die Aufgabe ist fertig. So. 19. Okay, also bisher habe ich noch keinen Indiz auf. Was? 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 Wo ist die Tür? Okay. Ah, okay, der verfluchte Gegenstand ist hier. War irgendwo hier, ne? Ey. Eventuell haben wir jetzt die Temperatur auch schon gemessen. Vielleicht ist es ja genau in diesem Zusammenhang. Tragen wir gleich mal ein. So. Komm, dich lege ich einmal rein. Weil wenn der Geist eh hier vorbeikommt, wegen diesem, und dann reagiert das einerschande Licht, dann misst der Partikel-Dingsbums. So, mal gucken. Ja, 10 bis 30. 10 bis 30, dann wäre es ein Kind. So, gucken wir nach Fußspuren. So, und ich meine... Ich weiß jetzt nicht, ich meine... ja gut, ich könnte nachgucken, aber komm, wir machen mal No Risk, No Fun. Ich glaube, da hilft das Kruzifix. So, und das Kind müsste eigentlich so Baby... Ach komm, die mache ich ja mal aus. Komm. So, und das Kind müsste so Babyfußspuren auf dem Boden hinterlassen. Okay. Oh. Ach, der war vorne. Komm schon. Oh Gott, ich hasse das, ne? Okay.
Ja, der hat jetzt nichts mehr. Also, der muss auf jeden Fall was gemessen haben. Da bin ich mir eigentlich sicher. Obwohl, ich sehe nichts, ne? Gar nichts an Fußspuren. Also, ich weiß jetzt auch nicht genau, ob die dann einfach fest sind im Haus, die Spuren, und man muss die einfach nur finden, oder? Wow. Oh Gott, ist das Grütze jetzt kaputt? Scheiße, jetzt habe ich alle meine Sachen verloren. Komm, komm, komm. Ne, Kruzi ist noch heile. Was hatte ich gerade mit? Ach, ich kann jetzt nicht mehr nach Fußspuren gucken. Also nicht ohne Kohle jetzt einzusetzen. Der hat nämlich jetzt die, ja, die Infrarot hier, die Schwarzlichttaschenlampe da kaputt gemacht. Oh, shit. Also mit Stone habe ich ja schon gemerkt, das kann richtig teuer werden. Also die Schwierigkeitsstufe Wahnsinn. Ach, geht gar nicht. Scheiße. Das ist so laut, ne? Ach, der Spiegellicht hier. Also ich messe gar nichts, ne? Ich bin jetzt hier gerade irgendwie ein bisschen lost. Ich weiß es nicht, ob das jetzt stimmt, was ich jetzt hier mache oder nicht. Und gerade auf Wahnsinn will ich eigentlich, verbrauche ich viel zu viel Zeit eigentlich, um hier die Spuren zu finden. Oder die Indizien. Ach komm. Oh. Zwei. Zwei. Drei. Okay. Ne, ist nicht mehr hier, ne? Okay, das war Maximum 4, 5, 5, 5. Oh. Okay. So, schauen wir erstmal nach. Also maximal 5. Maximum 5 war das jetzt. Okay. Ja. Ich habe nicht die richtige Temperatur gemessen. Scheiße. Genau, hinterlässt keine Spuren, weil wir haben ja keine gefunden. Können immer noch zwei sein. Partikelzähler müssten wir gleich noch was bekommen, aber das hilft uns jetzt nicht bei der Geistbestimmung. Für die Geistbestimmung ist nur Temperatur, Fußspuren und elektromagnetisches Feld. Der war doch gerade hier. Boah, ich hasse es. Ich hasse es. Oh, oh. Oh, der war so minus 0,8 war das. Minus 0,7? Okay, er geht also nicht richtig fett ins Minus. Okay, ein Jiangxi. Okay, komm, 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 komm. Okay. Ich hatte den Jiangxi hatte ich bisher noch nicht. Okay, hilft alles, aber schützt und verärgert. Okay. Helfen tut alles, aber. Okay. Soll ich den verfluchten Spiegel rufen? Okay, aber auf jeden Fall, die Gegenstände ändern sich gar nicht. Ne? Das heißt, ist eigentlich nur hinterher bei der Bekämpfung, also bei dem Versuch, den Geist zu schwächen und zu fangen. So, wir müssen jetzt eigentlich nur noch das Alter bestimmen. Oh. Draußen ist man ja auch nicht sicher, ne? Ich weiß nicht, ob man im Van sicher ist. Im Van hoffentlich ist man auf jeden Fall sicher. Oh,
Der war irgendwo hier. Der war irgendwo hier. Ja. So, das brauche ich noch. Und die Stimmung vom Geist muss eingefangen. Oh, fuck. Ach, ich bin da. Ich dachte, die Tür ist hinter mir sofort zugegangen. Ich war noch gar nicht drin, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Scheiße. Obwohl, aber ich habe hier die Maschine halt jetzt. Was? Nein, was ist denn jetzt kaputt gegangen? Irgendwas ist kaputt gegangen. Oh, Scheiße. Fuck, wo bin ich hier? Ey, Scheiße, wo bin ich denn hier? Ich muss zu meinen Gegenständen, wenn er jetzt angreift, habe ich nichts. Ey, das darf nicht wahr sein. Hier ist eine Tür. Ich bin oben in dem kleinen. Mit der Badewanne, glaube ich, ne? Ja. So. Scheiße, was mache ich jetzt? Gott, der kam nicht. Der kam nicht. Mein Plan ist es übrigens, den Gegenstand in der Hand zu halten und von links nach rechts. Das Ouija von links nach rechts. Okay. Immerhin schon wieder ein Hinweis mehr. Da raus. Ne, komm. So. Von einer Ecke in die andere. Okay. So, jetzt brauchen wir eigentlich nur noch Voodoo und den Radioempfänger. Ich glaube, der ist kaputt. Der ist gerade nämlich kaputt gegangen. Und das ist das, ne? Wenn man jetzt, erstens hat man nur eine Ladung für die Gegenstände. Zweitens gehen die Gegenstände kaputt. Das kann eine richtig teure Sache werden. Oh, Scheiße. Okay, ich behalte den Gegenstand jetzt in der Hand, aber. Nein, ich brauche das. Oh Gott, der hat mich fertig gemacht, der hat mich fertig gemacht. Was? Der ist hier. Jetzt ist er weg. Shit. Okay, das wäre nicht schnell genug gewesen, glaube ich. So, komm, ich tue das jetzt einfach mal hier hin, ne? Ich meine, ich tue jetzt mal ein paar Sachen hier hin, weil wir müssen ja eigentlich nur. Und das ist das Problem. Ich denke mal, man verliert seinen Schutzgegenstand. Ja, komm. Ja! Okay. Okay, das hat geholfen. Okay. Ja, was ist jetzt die Frage? Okay. So, wir müssen aber jetzt langsam mal hinne machen, ne? Sonst verbrauche ich hier alles und ich komme nicht wirklich weiter. Oh nein, nicht schon wieder. Ja, komm. Jawohl. Oh, das war sogar eine Aufgabe, klar. Oh! Alter! Was war das denn? Ey, Double Attack, der hat Double Attack gemacht. Der hat sich geteilt und mich Sandwich genommen anscheinend. Ey. Ey, da wärst du denn gerade ab, ne? Obwohl, ich hatte doch noch das Kruzi in der Hand, aber habe ich jetzt nicht mehr drauf geachtet. Scheiße. Oh, ja, okay. Wir schauen mal. Ja gut, auf ein neues würde ich sagen, ne? So, aber ich finde, das ist der Weg. Elektro,
Irritieren, Kinderspielzeug und per Rundfunk. Ja gut, per Rundfunk muss ich noch mal gucken im Menü, in dieser Trainingsbasis, was man da sagen kann. So, was macht jetzt am meisten Sinn? Erstmal alle möglichen Sachen reinbringen, würde ich sagen, ne? Scheißen wir mal kurz auf Licht. Nehmen wir einfach mal das Licht, was da ist. Jo, 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 jo. So, ich mache einfach mal alles hier. So. Weil ich glaube, das Wichtigste ist auf jeden Fall der Zeitfaktor bei Wahnsinn. So, wir sind, glaube ich, auf dem richtigen Weg gewesen, was wir verlieren. Die Gegenstände bei dieser einen Geisterattacke. Und müssen dann schnell die Sachen aufheben. Brauchen dann am besten Licht, damit wir die Sachen auch finden. Ich weiß nicht, vielleicht vorher die. Kommt der auch mit? Vielleicht vorher die Taschenlampe auch auf den Boden schmeißen. Wenn man schon dieses komische Geistgeflüster hört oder so. Kommen weiter nach vorne. Ah, nee, nicht so weit. Ja. So. Okay. Dich lasse ich einmal hier. Also ich will jetzt alles vorbereiten. Die Fackel und die kleine Taschenlampe nehme ich jetzt mit für Licht, damit man hier den Boden sehen kann. So. Okay. So zumindest der Plan, ne? Ich war gerade nämlich noch mal kurz ein Päuschen für die Lunge machen und habe mir dann mal ein bisschen Gedanken gemacht. So, du auch. Alles, was irgendwie Licht machen kann. So, weil gegen diesen Jiangshi oder wie auch immer der heißt, da hatte ich ja die Möglichkeit, das Licht anzumachen. Aber wenn man keinen Lichtschalter in der Nähe hat, ist vielleicht besser, vorher seine Taschenlampe fallen zu lassen. Habe ich mir zumindest so gedacht. So. Minus 6, minus 11. Jo, 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 okay. Minus. Was war das? Minus 15? Okay, tragen wir erstmal ein. Jo. Also die Ertrunkene oder der Erhängte? Gehängte. Ah, hier schützt die Statue nicht. Und hier die Räucherstäbchen nicht. Statue. Also das Kruzifix, das Mittel der Wahl. Jo. Das ist das Einzige, was ich jetzt nicht mit hatte. Wäre schon ordentlich in die Hose gegangen. Hier ist noch nichts. Alles ruhig soweit. Okay. Ja. Die Frage, was jetzt? Also wir müssen gucken. Eins von den beiden Sachen wird auf jeden Fall nicht helfen. Sobald wir es näher bestimmt haben, gehe ich jetzt mal mit dem EMP hier durch oder mit diesem elektronischen Feldmessgerät. Scheiß in den Keller. Okay, aber meine Gegenstände müssten ja oben sein. Gott sei Dank war es nicht weit. Weil der Stone wurde ja schon mal erwischt, ne? Der hatte seine Gegenstände verloren, nachdem er gezogen worden ist. Und dann, bis er überhaupt bei seinem Schutzgegenstand war, hat der Geist ihn schon getötet. Okay, aber es war maximal drei, ne? Ich hoffe, das war auch das Maximum. Nein, war nicht das Maximum. Oder? Okay, das würde passen, drei. Aber die Aufgabe haben wir nicht erledigt. Das ist aber jetzt komisch, ne? Wir hatten drei gemessen, aber der hat die Aufgabe nicht als erfüllt. So, komm. Oh, weinen, weinen. Und? Okay.
Stopp, 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 stopp. Okay, wir haben Weinen. So, das. Ah, okay, wir brauchen noch Ouija. Fußspuren brauchen wir nicht mehr. Hinterlässt auch gar keine, ne? Ne, hinterlässt keine. So, Voodoo oder Ouija brauchen wir noch. Das sind, glaube ich, immer die Indizien, die am meisten Zeit brauchen. Okay. So. Okay, das ist das Spielzeug. Das muss ins Auto, dann kriegen wir wieder, glaube ich, $50. Also das finde ich wiederum gut, ne? Ne, bringt nichts. Ich dachte, ich lasse es mal fallen wegen Geist irritieren. Jo. Okay. Aber was ist denn ein Geist irritieren? Oh, und ich kann das elektromagnetische Feld jetzt nicht mehr messen. Also ich habe jetzt keine Lust, mir noch ein neues Ding zu holen. Schade, schade, schade. Ist richtig. So, was jetzt? So. Also ich weiß auch nicht, ob das irgendwie beeinflusst, ob man irgendwie hinterher mehr Kohle kriegt oder nicht. Ich mache jetzt einfach mal einen Monitor an. Dann würde eigentlich, würde dann die Aufgabe, wenn wir eine hätten, mit Geist aufnehmen. Auf Video aufnehmen, wird dann eigentlich klappen. Okay. Gut, wir müssen das noch weiter bestimmen. Was wir machen können, ist schon mal die erste Aufgabe. Weil von den Aufgaben, die ähneln sich ja. Also unterscheidet sich dann eigentlich nur in ein paar Sachen. Oh. Oh, da war er, da war er. Okay. Komm. So, du auch. Jetzt brauche ich eigentlich noch irgendwas, was darauf scheint. Komm. Ja, okay. So. Sind immer noch 4 Optionen. Aber heilige Salz können wir auf jeden Fall schon machen, glaube ich. So. Aber bisher hat sie uns ja einigermaßen in Ruhe gelassen. Au, chaotisch, chaotisch. Ja, machen wir hier. Okay, jetzt nur noch Voodoo-Puppe. Aber wie gesagt, Voodoo und Ouija sind die Sachen, die irgendwie am längsten auf sich warten lassen meistens, ne? So, komm du dahin. Nee. Oh, weinen. Hatten wir schon, ne, oder? Warte mal. Oh. Aber jetzt ist nichts kaputt gegangen, ne? Die Tür hat dazu gemacht. Oh nein, 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 nein. Wir müssen es mit dem heiligen Salz machen. Oh. Ey, warum? Ich habe ihn doch. Jetzt ist das Kruzifix verbraucht und das Ding ist verbraucht. Dieses einäschende Licht. Okay. Wow. Oh Gott.
Genau. Gehen wir mal einfach in die Vollen. Ich glaube, das Wichtigste ist quasi Licht. Damit du deine. Oh, nein, 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 nein. Komm schon, komm schon, komm schon. Ja gut. Oh, der ist hier irgendwo, der ist hier irgendwo. Weinen hatte ich schon. Oh. Nein, ich brauch das. Oh nein. Und wirft, hebt hoch, hebt hoch. Jawohl, okay. Oh, Gott sei Dank. Okay, wir haben jetzt zumindest den Geist komplett bestimmt. Wir haben ihn jetzt zumindest komplett bestimmt. Nur ich muss jetzt wieder auf Shoppingtour gehen. Okay. Mach ich direkt zwei. Hatte leider nur eine Ladung. Ach, kann man immer nur eins tragen? Ja. Okay, ich bin ein bisschen angespannt. Irgendwie ist auch sind es mein Blut auch voll. Oh. Okay, komm. Mein Mund ist voll trocken, voll trocken. Okay, jetzt weint er wieder. So, ich hole das andere auch noch. Was ist denn jetzt schon wieder kaputt gegangen? Oh, 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 Salz. Aber das gehört nicht zu Geist irritieren. Die Aufgabe ist immer noch nicht geschafft. So, komm her. Oh, das läuft gut, das läuft gut. Oh, ist er schon wieder hier? Bitte, ich will einfach nur ein bisschen Ruhe. Ein bisschen Ruhe. Bisschen Zeit. So. Oh Gott. Oh ja, er kommt, er kommt. Wo, wo, wo? Oh. Ich glaube, hätte das jetzt nicht getroffen, ne? Kruzifix jetzt. Okay, das habe ich ja da. Oh, das sieht wirklich gut aus. Das sieht wirklich gut aus. Okay. So, Kruzifix liegen zwei im Haus. Aber wäre das jetzt schiefgelaufen, hätte ich ihn jetzt nicht getroffen, wäre ich tot gewesen, weil ich hätte jetzt keinen Kruzifix gehabt. Oh Mann. Ach, ey, der ist aber jetzt auch aggressive, ne? Ist hier irgendwo. Komm, Kruzi, Kruzi, Kruzi. Oder. Okay. So. Plasma-Absorber schützt zwar nicht. Aber ich weiß auch gar nicht, was der macht. Wofür der wirklich da ist. Okay. Was? Hat er das Licht angemacht? Ich weiß. Oh Gott. Ja. Wahnsinn geschafft. Jawohl. Oh, wir waren am Freitag mit Stone, waren wir einige Runden dran. Heute,
Ich alleine im Solo, boah, hat endlich geklappt. Also man muss auf jeden Fall, man verliert die Sachen bei dieser Laufattacke vom Geist, dann verliert man die, muss man aufheben. Aber man muss trotzdem immer die ganzen Schutzgegenstände ausgerüstet haben, weil er kann ja immer noch einfach mal so erscheinen und einen fertig machen. Oh, aber dafür gibt es auch nicht viel Kohle, ne? Ey, ich fand das mit der Kohle verstehe ich hier nicht. Ich hoffe, euch hat's gefallen, Spaß gemacht. Über ein Like, Abo oder Kommentar würde ich mich freuen. Und ach, ich war, habe ich öffentlich gelassen? Egal. Ich hoffe, wir sehen uns bei den nächsten Folgen wieder. Ich sag mal, ciao, euer Malida.